21 haben Thomas Ostermann in die BMW. Ein Auto, das der neuesten technischen Stand gebracht worden ist. Im Ziel Daniel Bayer nach der 2,05 Kilometer. Norbert Hander, 1 Minute 11,81, hat jetzt auch seine zwei Trainingsläufe komplett durchgezogen. 1:08:06 im zweiten. Ja, da bitte einmal. Das war ein richtig guter Start, den er uns hier gezeigt hat. Da ist aber schon gut Gold. Captain Murray im Audi 80. Überhaupt 1:14:49 für Uwe Ladage, persönliche Bestzeit jetzt gefahren in Lauf Nummer 3. Dieser Christian Dünder, der Ex-Kartfahrer, war der schnellste 8-Ventiler im Auto.
wieder. Neubau, Neubau.1:16:63 war minimal schneller. Ja, Christian Auer, 1:12:45, verliert auf die Zeit hier. Mit dem neuen Auto im Laufe der Saison. Der Kocker im Ziel, Natürlich Strecke, also hin und auswendig, aber...
Laut Regel hat hier die Leitung. Fünf Gespanne haben wir vor euch.